Endlich ist es soweit. Das Einweihungsspiel auf dem neuen Kunstrasenplatz des CFGs, welcher ein Teil des neuen Waldstadions sein wird, findet statt. Vor Spielbeginn begrüßt unser Schulleiter Herr Schuster auf dem neuen Sportplatz die beiden Mannschaften. Angeführt von den Linien und vom Schiedsrichter betreten die Mannschaften das Spielfeld. Sie stellen sich nebeneinander auf und werden von vielen, vielen Schülern begrüßt. Daraufhin klatschen sie einander ab und freuen sich auf ein faires und spannendes Spiel. Nun finden noch einige letzte Beratungen statt und sie stimmen sich gemeinsam auf den Sieg ein. Nun ist es auch schon soweit und die erste Halbzeit beginnt mit dem Anpfiff. Überwacht wird das Spiel von zwei Linienrichtern und einem Schiedsrichter. Sowohl Schüler als auch Lehrer sind sehr verbissen und wollen unbedingt gewinnen. Also geben sie alle ihr Bestes, was beim Spiel wirklich zu merken ist. Die erste Halbzeit verläuft bis jetzt nicht allzu spektakulär. Es gibt jedoch einige Torschüsse. Einer von diesen ist dann sogar ein Erfolg. Und es heißt 1:0 für die Schüler. Nicht nur der Auswechselspieler freut sich darüber, sondern auch der Trainer. Mit neuer Motivation nach der Halbzeitpause kommen die Spieler zurück auf den Platz. Mit dabei haben sie Wolfgang Kerb, ihren Joker, auch genannt Kerpinho. In der zweiten Halbzeit wird bis jetzt etwas energischer gespielt. Es gibt einige spannende Zweikämpfe und auch Fouls. Selbstverständlich werden diese von dem offiziell zugelassenen Schiedsrichter Marc Jäger abgepfiffen. Besonders die Lehrermannschaft spielt sehr verbissen, denn diese möchte ja schließlich unbedingt den Ausgleich schaffen. Nach einigen spannenden Spielminuten ist es dann auch endlich soweit. Die Lehrermannschaft schießt den Ausgleich. Aber nicht irgendjemand hat das Tor geschossen, sondern ausgerechnet Florian Berners, der einzige Schüler in der Lehrermannschaft. Selbstverständlich wird dieser Ausgleich mit einem ganz besonderen Jubel gefeiert. Nach diesem Ausgleich spielen beide Mannschaften weiterhin sehr energisch, denn es soll ja schließlich nicht bei einem 1:1 bleiben. Es kommt schließlich noch zu zwei Torschüssen, einer von den Lehrern und der andere von den Schülern, doch beide bleiben leider erfolglos. Am wichtigsten war wohl der letzte der beiden, Wolfgang Kerb schießt den Ball genau in die Arme des Torwartes Stefan Michels. Da ist auch schon der Abpfiff, doch es steht immer noch 1:1, jedem ist nun klar, dass es zu einem Elfmeterschießen kommen muss. Das erste Tor schießt Herr Krumbach aus der Lehrermannschaft, worüber er sich natürlich riesig freut. Für die Spieler selbst, aber auch für die Zuschauer sind das mit Sicherheit die spannendsten Spielminuten. Heute ist von allem etwas dabei. Es gibt wunderbare Torschüsse, aber auch die Torhüter leisten einige tolle Paraden. Nach dem letzten Torschuss bewahrt Dominik Göbel, der Lehrertorwart, auch genannt die Katze, seine Mannschaft vor der Niederlage. Über diesen Sieg freuen sich natürlich nicht nur die Lehrer, sondern auch einige der Schüler. Insgesamt verlief das Spiel sehr fair und beide der Mannschaften waren froh, miteinander gespielt zu haben.